Praxisteil des Iterator Patterns. Einmal so, wie es die Theorie mit dem in C-Sharp oder .NET vorhandenen Interfaces sagt und einmal so, wie es sein sollte, denn C-Sharp ist ja nicht die älteste Sprache, die Design Patterns sind signifikant älter und in C-Sharp gibt es hier eine kleine Abkürzung mit dem Yield-Schlüsselwort. Durch das Yield-Schlüsselwort wird die gesamte Implementierung des Iterator Patterns eigentlich signifikant einfacher. Doch jetzt starten wir mit der klassischen Variante zu Beginn. So, was wir brauchen, ist eine Collection, die wir sozusagen selbst implementieren wollen. Das ist so MyClassicCollection. Das ist nun irgendeine Datenstruktur. Ja, wir verwenden einfach intern eine Liste, um damit arbeiten zu können. Oder auch ein Array, wäre egal in diesem Fall. Die soll einfach nur einen speziellen Datentyp, Collection-Typ jetzt simulieren. So, nichtsdestotrotz machen wir es gleich generisch, nur deswegen, damit wir unabhängig vom Datentyp sind. Also alles, was ein T ist, ist nachher irgendein bestimmter Datentyp wie Integer, String oder so weiter. Okay, also wir haben eine List von T, Data, das sollen unsere Daten werden. Und wir machen einen Konstruktor, der ja aufgerufen wird, wenn ein neues Objekt dieser Klasse, dieser Collection erzeugt wird. Und wir machen so, dass alle Daten direkt im Konstruktor angegeben werden sollen. Also params tArrayData. So, durch das params hier können die Werte entsprechend nacheinander angegeben werden. Ich zeige es mir kurz her. Also wir erzeugen ein neues Objekt, MyClassicCollection von, keine Ahnung, Integer. MyCollection ist gleich new. Und nun kann ich hier angeben 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Params erlaubt mir diese Angabe auf diese Art und Weise, speichert die Daten aber schlussendlich in diesen Array und hier wird es übergeben. So, nun, this.data ist gleich new, list und data wird übergeben. Also wir merken uns die Daten, die wir im Konstruktor bekommen, in dieser Liste drinnen. So weit, so gut. Und jetzt wollen wir, dass wir das sozusagen das Iterator-Pattern implementieren. Das heißt, dass wir diese Collection fragen können, bitte gib mir einen Enumerator, mit dem ich dann über deine Daten iterieren kann. Hierzu gibt es ein Interface, das wir implementieren, IEnumerable. T. Ja, auch T wieder für diesen bestimmten Datentyp, den wir hier angeben. Und jetzt, je nach expliziter oder impliziter Typkonvertierung, also haben wir jetzt beide Methoden mit, einmal gibt mir den Enumerator und einmal gibt mir den Enumerator generisch. Hier sagen wir einfach return this.getEnumerator. Und hier müssen wir jetzt einen Enumerator zurückgeben, der erlaubt, über diese Daten zu iterieren. Diesen müssen wir erst machen. Sagen wir ein ganz normaler, der die Daten vorwärts liest. Return new forward Enumerator von T mit this data to array. Also wir übergeben die Daten der Liste, die internen Daten der Liste, diesen Enumerator und der ist dafür zuständig, richtig über diese drüber zu iterieren. Und diese Klasse erlaubt es dann über dieses Array von vorne nach hinten zu iterieren. So, Steuerung.enter erzeugt mir diese Klasse, Forward Enumerator, dieser, welcher auch gleich dieses Interface implementiert, das hat Visual Studio in diesem Fall automatisch für uns übernommen durch das Steuerung.enter, also so implementiert diese Klasse für uns. Er erzeugt auch gleich einen Konstruktor, wo er Daten übergeben bekommt und merkt sich diese in einer privaten Variable t. Ja, soweit so einfach. Jetzt müssen wir diesen Enumerator auch implementieren. Hier sehen wir rot unterwählt, wir müssen dieses Interface implementieren und haben hier ein paar zusätzliche Sachen bekommen. Also wieder einmal mit Object, einmal generisch, T, Datentyp T. Also das ist dann ein konkreter, einmal das Object als nicht konkreter Datentyp. Und hier sagen wir wieder
this.current. Beim Dispose müssen wir in unserem Fall nichts machen, weil wir keine externen Ressourcen zum Freigeben haben. Was wir allerdings noch brauchen, ist ein Index. Int idx ist gleich minus 1, fangen wir an. Das ist die Stelle, an der der Enumerator den aktuellen Wert zurückgibt. Und das Interface, wenn wir uns das kurz ansehen, hat eine Eigenschaft current, hat ein dispose, das können wir ignorieren. Eine Eigenschaft current, ein move next und ein reset. Reset macht nichts anderes, als wieder den Wert so zu setzen, dass er von vorne zu lesen beginnt. Also this.index ist gleich minus 1. Dann bei move next stellen wir den Index weiter. Also der Iterator geht zum nächsten Element in diesen Array. Wenn das nicht erfolgreich ist, weil der Index jetzt zu groß wäre, also wenn er am Ende des Arrays angekommen ist, dann muss er false liefern, ansonsten soll move next einfach true liefern. Return, also wir gehen eins weiter und returnen dann true, wenn das immer noch kleiner ist als die Länge der Daten, die vorhanden sind. Also wir erhöhen den Index, vergleichen, ob dieser weiterhin kleiner ist als die Länge des Arrays, und wenn das der Fall ist, dann können wir bei current auch das Element zurückgeben. Also hier haben wir this.t an der Stelle Index. Gut. Dadurch haben wir den Iterator und wir können jetzt Folgendes machen. Wir können hier in dieser Collection, myCollection.getEnumerator sagen. Diese liefert uns den Enumerator und haben jetzt die Möglichkeit, weil zu sagen, while enumerator move next, solange er noch Daten hat, console readline enumerator.current, also den aktuellen Wert. Das ist nichts anderes als diese Implementierung. For each var item, also integer item in my collection, console readline item. Die for-each-Schleife macht nichts anderes als genau das. Es ist eine schönere Art und Weise, sich einen Enumerator zu holen und mit einer While-Schleife mittels move-next drüber zu iterieren. Ist aber syntaktisch oder semantisch im Endeffekt genau das gleiche. So, kurz ausprobiert. Nun sollte er ausgeben 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und das macht er auch. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Soweit, so schön. Also wir haben hier eine Collection, wie auch immer die Datenstruktur intern aussieht. Durch das GetEnumerator wird ein Enumerator zurückgegeben, der erlaubt, über dieses MoveNext und Current immer gleich, unabhängig von der Datenstruktur sozusagen, darauf zuzugreifen. Das erlaubt uns, die For-Each-Schleife zu verwenden. Er muss halt wissen, wie die Datenstruktur ausschaut und wie die Datenstruktur zu lesen ist. Das heißt, zu einer Collection gibt es meistens genau einen bestimmten Enumerator. So, nichtsdestotrotz, diese Enumerator-Implementierung ist doch etwas mühsam und etwas länger. Daher gibt es eine zweite Variante, wie man so eine Collection implementieren kann und so einen Enumerator implementieren kann. Das ist jetzt echt cool in C#, denn diese Variante ist signifikant kürzer und leichter zu implementieren. Also machen wir uns noch eine zweite Collection-Klasse. Und zwar heißt diese Collection-Klasse myCollection. Diese Collection-Klasse macht im Endeffekt nichts anderes, als es hat ebenfalls wieder eine Liste Data, ja, damit wir den direkten Vergleich haben. Es hat einen Konstruktor, myCollection, params, tArray, hier brauchen wir das T noch, ja, den generischen Datentyp, dann haben wir tArrayData und this.data ist gleich Data. So, dadurch ist der this.data ist gleich new list von t mit data. So. Dadurch ist die interne Variante
soweit erledigt. Und jetzt wieder die Implementierung des Interfaces IEnumerable von T. Steuerung.enter, dann schreibt er gleich die Methoden her, die wir benötigen. Wir haben wieder die beiden gleichen Methoden, die wir auch vorher hatten. Also implementieren wir sie auch ähnlich. Also diskGetEnumerator, wir delegieren die Implementierung dieser Methode einfach auf diese hier. Also wenn die aufgerufen wird, wird einfach nur diese hier aufgerufen. Und jetzt haben wir hier in der anderen Collection einen neuen Enumerator zurückgegeben. Was wir hier machen können, wir können direkt sofort einen entsprechenden Enumerator implementieren, indem wir nichts anderes machen, wie wir gehen über die Items drüber, über die Liste und geben einfach immer so ein Element zurück. Wenn wir den Enumerator so implementieren, gibt es ein bestimmtes Schlüsselwort, und zwar yield. Wir machen jetzt for each item in data, also wir gehen diese Collection durch, das hier, die interne Datenstruktur, machen nichts anderes wie yield return item. Durch dieses yield weiß der Compiler nun, also das ist die ganze Implementierung. Ja, das ist die kurze Implementierung in C# mit allen Möglichkeiten, die wir haben, die das gleiche macht wie das hier. Also signifikant kürzer. Und was das Yield jetzt macht, ist, jedes Mal, wenn ein Enumerator geholt wird und jedes Mal, wenn auf ein Element zugegriffen werden soll, nimmt er das nächste. Also durch dieses Yield geht er wirklich die ganze Collection bei jedem Aufruf im For Each geht er automatisch durch. Also wenn wir unser Programm hier wechseln, ja, ich mache das kurz weg, sage My Collection, Integer wieder, My Call ist gleich New, My Collection mit den Daten 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist jetzt die neue Implementierung, die wir gerade gemacht haben, und ich fahre mit For Each drüber. Durch das For Each hole sich den Enumerator, wie wir hier gesehen haben, macht das Move Next, macht das Current, und bei dem Current nimmt er erst den 1er, dann den 2er, dann den 3er. Also wenn wir innerhalb einer For Each Schleife hier herinnen mit Yield rausspringen, läuft er bei jedem Aufruf trotzdem die For Each Schleife entsprechend durch. Das sehen wir uns kurz an. 1, 2, 3, 4, 5, alles ist toll. Also das ist echt eine kurze Implementierung eines Enumerators in C#. Was auch geht, ja, wenn wir jetzt die Implementierung ändern wollen, wir wollen jetzt nicht vorwärts lesen, sondern aus irgendwelchen Gründen rückwärts, dann können wir auch Folgendes machen. Wir machen hier eine Variable intReadIndex ist gleich data.count. While readIndex größer 0, yield return data an der Stelle, also ein Index reduzieren, read, Index und die Daten hier zurückgeben. Und jetzt geht das auch, obwohl wir hier eine lokale Variable definiert haben, die ja eigentlich immer wieder einen alten Wert sozusagen hat. Also das Yield macht sozusagen nur so eine Art, er springt zurück, aber nächstes Mal macht er hier gleich wieder weiter. Also innerhalb der Schleife macht er so einen... Er gibt das Ergebnis der Funktion zurück, aber wenn er die Funktion wieder aufruft, dann macht er es nicht ganz oben wieder, also er fängt nicht hier wieder an, sondern durch das Yield fängt er sozusagen beim nächsten Schleifendurchlauf wieder an. Das ist die ganze Magic der Iterator-Implementierung in C#. Also eigentlich recht simpel. Und wir haben dann die Möglichkeit, strukturiert, lesend, immer gleich, egal wie die Collection ausschaut, selbst wenn wir eine eigene Collection implementieren müssen, immer gleich darauf zuzugreifen. Eine coole Sache, wie ich finde, und viel Spaß beim Nachbarn. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.